Hallo alle zusammen. Ich fahre jetzt gleich hier in Ingolstadt los, nochmal zum Endspurt. Ich muss dann aber erstmal in meiner Dispo anrufen, ob ich das Leergut heute noch ausladen soll, was ich gestern geladen habe, oder heute Nacht besser gesagt. Oder ob ich das erst am Montag auslade. Das mache ich dann aber unterwegs, wenn ich am Fahren bin, weil ich brauche mindestens 3 Stunden bis nach Oelsnitz und wenn ich das Leergut noch auslade, brauche ich 4 Stunden bis zur Abladestelle. Also dann bis später, wir sehen uns. Ciao. So, jetzt bin ich gerade losgefahren in Ingolstadt und bewege das Auto und meinen Hintern Richtung Norden. So, habe ich einen Anruf bekommen. Ich fahre das Leergut jetzt doch noch aus, weil mein Auto am Montag früh leer gebraucht wird für eine Kollegin, die eine kurze Tour fahren muss. Und ich muss dann Montagmittag erst anfangen, außer es ändert sich noch was. Und das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ach, ist das schön, mal richtig schön 11 Stunden Pause zu machen. Das passt auch wunderbar. Und dann Freitagabend zu Hause ist auch schön. Jetzt ist es 10:30. Halb elf bin ich los. 11:30, 12:30, 13:30, 14:30. Bin ich so zwischen 14:30 und 15:00 in Gera. Wenn ich 16:00 oder 16:45 leer bin, bin ich auch 18:00 zu Hause. Das passt. Also bis jetzt kann ich hier nicht meckern, es läuft ganz gut. Das Wetter ist ja auch wunderschön. Hier auf der A9 kurz vor Nürnberg. Mal gucken, wie es am Kreuz Nürnberg läuft. Aber da dürfte jetzt eigentlich auch noch nichts groß los sein. Die Pendler sind noch nicht unterwegs. Sonst ist hier freitags immer alles ein bisschen verstopft, wo sich hier die ganzen Autobahnen treffen und die ganzen Pendler von überall herkommen. Da geht es freitags nachmittags bzw. immer nachmittags ein bisschen schleppend. Machen sie das richtig, da machen sie alles per Nachtbaustelle, immer Meter für Meter. Da machen sie immer so 1 Kilometer Nachtbaustelle, bringen das über Nacht in Ordnung, früh ist die Baustelle weg und am nächsten Abend bauen sie den nächsten Kilometer auf. Das finde ich gut sowas. Hier erstmal noch eine
Viertelstunde Pause. Oh, Parkplatz ist leer. Wie finde ich denn das? Da lasse ich erstmal das mit der Pause gehen. Da bin ich bestimmt gleich dran. Da steht doch schon meine Nummer an der Anzeigetafel. Da kann ich doch gleich mal reinfahren. So, darf ich doch schon rein. Wunderbar, es klappt, es läuft, es funktioniert. Es funktioniert. Bloß, dass einer an der 6 steht. So, fertig. Jetzt muss ich noch eine Dreiviertelstunde Pause machen, weil ich schon nicht mehr in 4,5 Stunden heimkomme. Ich habe ja nur noch 27 Minuten. Also mache ich jetzt noch eine Dreiviertelstunde Pause draußen auf dem Parkplatz und dann geht's heim. Ach ja. Jetzt fahre ich hier über Zwickau nach Hause. Ein Bekannter von mir hat zufällig gesehen über Handyortung, wo ich stehe, und konnte sich denken, wie ich fahren will. Und da hat er mir gleich noch eine SMS geschrieben, ich soll ja nicht über die B92 fahren, weil da ist alles Baustelle. Und da ist eine Umleitung über Netzschkau. Das muss ich ja nicht haben. Da fahre ich gleich hier über Zwickau hinten rum und dann noch ein Stückchen A72 lang. Das ist dann auch, da bin ich dann wenigstens schneller zu Hause, als wenn ich hier noch irgendeine Umleitung kasper. Vor allem eine, die ich nicht kenne. Das fehlt mir dann noch sowas. An meiner Abfahrt Blauen Süd, wo es dann auch nach Hölzlitz geht. Als wenn ich über die andere Landstraße gefahren wäre, wo ich sonst fahre.
noch an der Tankstelle ein paar Brötchen holen für heute Abend zum Abendbrot, weil ich ja auch noch ein bisschen Hunger habe. Bin ja gespannt, wann das neue Restaurant hier rechts eröffnet. Es wird bestimmt noch ein Hotel mit oder Pension oder sowas, so riesig wie die das Ding gebaut haben. So, drei Brötchen gekauft, Bockwurst gekauft, jetzt geht's Papiere abgeben. Na schön, Papiere abgegeben, alles oben ins Fach gepackt. Jetzt geht's runter auf den Platz, Auto abstellen. Mal gucken, ob ich noch was finde, ein Plätzl für mich. Und dann ist Feierabend für heute. Feierabend. Ist ja so schön. Oh oh. Das, wenn jemand hört. Dann komme ich doch noch zu DSDS. Jetzt ist Feierabend. Schluss, aus die Maus. Auto ist eingeparkt. Noch mein Zeug ein bisschen zusammenpacken und dann geht's nach Hause. Das war ja auch wieder eine Strecke hier Richtung Gera und dann von Gera hier über Zwickau. Weil über Elsterberg gesperrt war, Kreiz Elsterberg, da ist die Straße, die bauen sie. Dann hätte ich eine riesen Umleitung gehabt, also bin ich doch lieber über Zwickau gefahren. Dann habe ich auch nicht einmal ganz 20 Minuten länger gebraucht, als auf der regulären Strecke. Ja, jetzt geht's ins Wochenende. Da freue ich mich schon drauf. Montag fährt dann erstmal eine Kollegin mit meinem Auto eine Tour nach Mosel, die Linie, weil ihr Auto in der Werkstatt ist und gebaut wird. Und ich fange dann erst Montagmittag an und lade dann für Emden. Das ist ja auch mal gut. Ja, ihr Lieben, also wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst ruhig mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und euch das erste Mal meine Videos anschaut, dann könnt ihr auch gerne abonnieren. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Ich wünsche euch also ein schönes Wochenende und dann bis Montag. Tschüss!